Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Friede sei mit euch. Wir aus dem House of One, wir grüßen euch. Nicht nur Juden, nicht nur Christen, nicht nur Muslime, sondern alle Menschen dieser Erde sind von einem neuartigen Virus bedroht und suchen Schutz beim Ewigen. In diesen Tagen bleiben Synagogen, Kirchen und Moscheen geschlossen. Pikuach Nefesh heißt auf Hebräisch die Rettung von Menschenleben in Gefahr. Und so ist in unserer Zeit unser Zusammenleben augenblicklich zu verstehen. Jeder persönliche Kontakt, der sich vermeiden lässt, trägt wohl dazu bei, die Ausbreitung des Virus zu entschleunigen. Und das kann für einige, wohlmöglich für viele, Lebensrettung bedeuten. Und so sitzen wir, jeder in seiner Wohnung und doch vereint im Gedanken mit allen Menschen, die guten Willens sind und die diese Herausforderung gemeinsam annehmen. Wir hoffen und wir beten für Gesundheit der Menschen. Wir sitzen jeder in seiner Wohnung und wir versuchen zu verstehen, was bedeutet das für unsere Gemeinden? Was bedeutet es, dass wir nicht mehr in den Synagogen, in den Kirchen, in Moscheen, sondern dass wir zu Hause beten? Dass wir in einer Situation sind, wie wir das vielleicht noch nie in der Geschichte unserer Religion gewesen sind. Jedenfalls nicht alle drei und nicht zur gleichen Zeit. Und insofern ist das, ich finde, ein großer Einschnitt. Vor den jüdischen Gemeinden liegt jetzt in der nächsten Woche Pesach, ein Fest, was sowohl in der Synagoge als auch zu Hause traditionell begangen wird, aber das immer im großen Kreis begonnen wird. Und dieses Jahr können das immer nur diejenigen machen, die zusammen wohnen, die zufälligerweise oder weil sie eine Familie sind, in einem Kreis zusammenleben. Alle anderen Besuche, Einladungen, Besuche in den Synagogen, Gottesdienste, öffentliche Gottesdienste, alles das fällt weg. Wie ist das in der Kirche, Gregor? Im Grunde ist es ganz genauso, Andreas. Die Kirchen sind zu. Wir haben heute einen Videodreh gemacht in der leeren Kirche, nur ganz wenige Personen, den wir dann am Sonntag ausstrahlen, damit man auf diese Weise Gottesdienst mitfeiern kann, übers Internet. Im Vordergrund steht natürlich jetzt auch für uns, für mich persönlich, die Sorge um meine Eltern, um ältere Freunde und Gemeindeglieder. Aber wenn ich mal einen Schritt zurücktrete, dann finde ich, eigentlich könnte diese Zeit ja auch eine Zeit sein, da jetzt die ganzen Außenaktivitäten mehr oder weniger wegfallen, wo ich über meinen Glauben nachdenken kann oder ihn vertiefen kann in Gebet und Meditation. Also so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt merke ich andererseits, dass diese Umstellung auf das digitale Leben, das digitale Arbeiten auch viel Kraft und Zeit kostet. Und ich merke, dass mir der persönliche Kontakt, die direkte Begegnung fehlt. Ich glaube, man kann das nicht auf Dauer durchhalten, diese fehlende analoge Möglichkeit, sich zu berühren, sich wahrzunehmen. Da ist irgendwas, was einfach nicht über die Medien zu transportieren ist. Die Gemeinschaft im Gottesdienst, wenn wir im großen Kreis stehen und untereinander das Abendmahl teilen. Oder allein auch, wenn wir zusammensitzen und Dinge besprechen oder dann noch zusammenkommen und Seite an Seite beten. All das fehlt mir. Es ist natürlich toll, dass es von den Kirchen ganz viele Angebote gibt, um diese Zeit zu überbrücken. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also im Netz kann man da ganz viel finden unter dem Hashtag Wir sind da. Zahllose Angebote von ganz verschiedenen Gemeinden, die Online-Andachten bieten oder musikalische Grüße.
die die Möglichkeit bieten, miteinander zu meditieren. Oder um 12 kann man mit dem Bischof beten. Also alles ganz, ganz wichtige Angebote für die Leute, die jetzt in der Regel allein oder in ihren bekannten Kreisen, in ihren Familien zu Hause sitzen. Also ich glaube, dafür ist es gut, dass es das gibt. Wie ist es denn bei dir, Kadir? Also bei uns ist es eigentlich auch nicht viel anders. Es ist eine schwierige Zeit, die uns allen ja bewusst ist. Und das ist eine Herausforderung. Aber man kann aus Herausforderungen eine Chance machen. Und das ist genau das, was vor uns steht. Und das ist das, was wir versuchen. Wir haben natürlich schon immer Online-Angebote gehabt. Aber diese Online-Angebote, so wie du es auch gesagt hast, Gregor, sind natürlich auch sehr arbeitsaufwendig und man hat zu wenig Energie, zu wenig Kapazitäten, neben dem persönlichen Kontakt, der ja so besonders wichtig ist und das ja nicht fehlen darf, aber in dieser Zeit ja gar nicht möglich ist. Da wir ja die Schwierigkeiten auf diese persönlichen Kontakte gesetzt hatten, haben wir natürlich auch den Online-Bedarf nicht auf dem Maße vielleicht befriedigen können, wie es sein sollte. Und die Konsequenz war natürlich, Menschen, die in der realen Welt ja nicht so sichtbar sein können, weil sie nicht willkommen sind, wie die Islamisten. Die haben sich dann natürlich im Online-Bereich, im virtuellen Bereich sich organisiert, sich noch verstärkt, sodass zeitweise sie 80%, bis zu 80% da waren. Also sie haben unsere Stimmen im Online-Bereich vielleicht übertönen können, obwohl sie vielleicht nur bis zu 1% der Menschen überhaupt erreichen konnten in der realen Welt, haben sie es im Online-Bereich geschafft, es umzudrehen. Und ich glaube, der Schicksal, den wir jetzt haben, gemeinsam haben, ist für uns eine Chance, nochmal das Vernachlässigte nachzuholen. Und so haben wir auch als Gemeinde ganz schnell die Anregungen der Wissenschaft und auch der Experten zu Herzen genommen und all unsere Arbeiten jetzt in den virtuellen Bereich verlagert. Wir sind beim Lernen, wir sind eigentlich dabei, uns neu zu erfinden. Es ist eine Herausforderung, es bleibt eine Herausforderung, aber ich glaube, ich sehe da genau das Positive und das Gute und möchte damit dann auch klarkommen. Nur, ich kann eins hier an dem Punkt noch sagen. So wie ihr beide, habe auch ich natürlich diesen Kontakt jetzt schon sehr vermisst. Also ich muss ehrlich sagen, das Umarmen von Gemeindemitgliedern, von Freunden habe ich so sehr vermisst. Und ich ersehne mich an das erste reale Treffen mit diesen wunderbaren Menschen. Also ich glaube, diese Distanz wird auch noch dazu beitragen, dass wir die Menschlichkeit vermissen werden und es besser wertschätzen lernen werden. Ja. Ich will vielleicht an dieser Stelle auch noch mal sagen, wir haben in der letzten Woche haben wir versucht, ein paar Teile von einem Gottesdienst in der leeren Synagoge aufzunehmen und sie sozusagen an die Gemeindemitglieder zu schicken. Das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen auch nach außen hin gut gelungen. Aber ich finde es total schwierig. Für mich selber hat auch die Gemeinde gefehlt. Das ist eine ganz merkwürdige Situation. Ja, ich kann zu Hause alleine beten. Ich kann vielleicht auch beim stillen Gebet in der Synagoge alleine und in der Ich-Form beten. Aber vor einer leeren Synagoge zu stehen und Gebete, die man sonst gemeinsam sagt, wo es ein Amen gibt, wo es eine Response gibt, wo es einen Widerhall gibt, jetzt sozusagen nur vor sich selbst herzusagen, ist extrem schwer. Ich bin da rausgegangen aus dieser kleinen Aufzeichnung, musste erst einmal um den Block laufen, um irgendwie mein eigenes seelisches Gleichgewicht wieder zu finden. Ich finde, das ist schwer, weil wir eben keine Schauspieler sind, sondern wir sind Liturgen, wir sind Rabbiner, Imame, Pfarrer und sind gewöhnt sozusagen in diesem, ja manchmal auch nur 1:1 in persönlichen Gesprächen, aber eben oft auch mit der Gemeinde als Ganzes zu kommunizieren. Und das fehlt jetzt. Und da müssen wir
wir selber als Liturgen durch und die Gemeinde musste auch durch. Und vielleicht ist das ein oder andere Online-Angebot, das wir dann versuchen zu machen, auch eine kleine Hilfe, ein kleines Souvenir sozusagen. Mehr aber wahrscheinlich nicht. Du hast mich mit deinen Worten an die Fußballspiele erinnert, Andreas. Ich höre sie immer wieder reden, wie sie sagen, es ist für uns schwierig, vor leeren Sitzen eigentlich ein Fußballspiel zu organisieren. Ich hätte das so nie gedacht. Also ich habe gedacht, die machen ihr Spiel. Aber dass genau so viele Menschen dort stehen und sich daran beteiligen, teilnehmen an diesem Spiel, dass es so wichtig ist, habe ich erst in diesen Tagen erfahren. Und gleiche Gefühle habe ich eigentlich auch, wenn ich vor dieser kalten Kamera stehe und meine wöchentlichen Predigten dann eigentlich halten muss. Ich kann euch da gut folgen, weil es mir ganz genauso geht. Und ich finde es toll, dass wir uns zum einen darüber austauschen und dass wir jetzt auch versuchen wollen, übers Internet ein multireligiöses Gebet abzuhalten. Dass wir, wie wir es gewohnt sind, in unseren Traditionen beten. Es ist nun vieles nicht möglich in diesen Zeiten, aber eines ist erlaubt und das ist das Beten und das geht überall. Das ist etwas, was wir ja auf der positiven, auf der Habenseite haben in unseren Religionen. Und es ist schön, dass wir das jetzt Seite an Seite machen können. Das Gebet verbindet uns untereinander über Religionsgrenzen hinweg. Und ich glaube auch, dass es uns über Gott miteinander verbindet. In diesem Sinne, ja, lasst uns beten. Und wir fangen mit der jüdischen Seite an. Ja, ich will ein Gebet sprechen, das für die Gesundung der Menschen betet. Ich mache das in den ersten Teilen in Hebräisch und dann mache ich die deutsche Übersetzung und die letzte Zeile mache ich dann wieder in der hebräischen Originalfassung. Mishe berach avotenu Avraham Yitzhak ve'Yaakov ve'imotenu Sarif ve'Rachel ve'Lea le'varech vi'rape et hacholim. Der unsere Vorfahren Abraham, Isaac, Jakob, Sarah, Rivka, Rachel und Lea gesegnet hat, er segne heute die Corona-Infektionierten. Er segne sie und mache sie wieder heil. Der Heilige, gelobt sei er, er möge sie erbarmen und ihnen Mut geben, sie heilen und erstarken und beleben und ihnen alsbald vollständige Genesung vom Himmel zuteil werden lassen. Genesung der Seele und Genesung des Körpers. Hashata bagala vizman karif. Die Genesung komme bald. Sie komme jetzt, in diesem Jahr. Und also lasst uns Amen sagen. Ich möchte eine Fürbitte zum Durchatmen beten. O Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß. Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht das Ganze bewältigen muss, sondern lassen kann und das meine tun. Wenn ich verunsichert bin, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht alleine bin und dass unsere Religion gemeinsam reicher sind. Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht aus Gottes Nähe herausfalle, sondern dass Gottes Geist mir nahe ist. Was ich sehen kann, ist, nach jedem Winter kommt der Frühling und neues Leben wächst aus dem kalten Erdboden. Was ich kann, ist tief durchatmen, lieben und beten. Guter Gott, ich bitte für alle Erkrankten und für die, die sich um sie kümmern. Für alle, die Angst um ihre berufliche Zukunft haben. Für alle, die Angst um ihre Träume haben. Für alle, die Angst um ihre Großeltern und Eltern haben. Für alle, die nicht wissen, auf wen sie sich verlassen können. Für alle Sterbenden. Für die, die verstorben sind. Und für die Trauernden.
gnädiger Gott, lass uns nicht allein. Sei mit uns in dieser Zeit. Amen. In den letzten Tagen habe ich Menschen aus meiner Gemeinde, Musliminnen und Muslime, darum gebeten, mit mir, aber in getrennten Räumen, an getrennten Orten, das gleiche Gebet aufzusagen, miteinander zusammen zu beten, wenn wir auch nicht an einem Raum, an einem Ort zusammen sein können. Wir haben uns Musliminnen und Muslime an unterschiedlichen Orten der Welt, wir haben uns dazu verpflichtet, täglich Gebete aufzusagen, und bestimmte Gebete haben wir ausgesucht. Zu diesen Gebeten gehören auch die folgenden, die ich hier mit Ihnen heute teilen möchte, mit Ihnen zusammen beten möchte. Ich werde mit der Sura al-Baqarah, also der zweiten Sura aus dem Koran, anfangen und dann ein Bittgebet im Anschluss aufsagen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم يا حافظ يا حفيظ نعم الحافظ أنت احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا يا الله يا الله يا الله Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Gott ist der, außer dem es keine Gottheit gibt. Er ist lebendig und beständig. Ihn fasst kein Schlummer und auch kein Schlaf. Ihm gehört, was in den Himmeln und auf den Erden ist. Wer kann bei ihm Fürsprecher sein, außer dass er es erlaubt? Er weiß, was vor und hinter ihnen ist. Er weiß, was seine Diener getan haben und noch tun werden. Doch bis auf das, was er erlaubt, können sie nichts von seinem Wissen erfassen. Sein Thron umgreift die Himmel und die Erde. Sie zu bewahren ist ihm keine Last, und er ist der Unerreichbare, der Erhabene. O Allah, der seine vom Herzen glaubenden Diener stets beschützt und bewahrt, welch ein vortrefflicher Beschützer du bist, O Allah, beschütze uns vor den Gefahren, die vor und hinter uns liegen, sich uns von rechts und links annähern, und beschütze uns vor allen Gefahren, die sich über uns verbergen. Auch vor der Heimsuchung von unten suchen wir Zuflucht bei deiner Erhabenheit. O Allah, O Allah, O Allah. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. An dieser Stelle wären wir jetzt zusammen in einem Gotteshaus den aaronitischen Priestersegen sagen. Aber der überträgt sich nicht über das Netz. Und deshalb sage ich mit dem Psalmisten, Adonai Ozleamoiten, Adonai Vahet Amoba Shalom. Der Ewige gebe allen seinen Kraft. Der Ewige segne alle Menschen guten Willens mit seinem Frieden und gebe ihnen Gesundheit. Amen. 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 Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, Wollen und Tun, als unsere Sorge, als unsere Ängste, als unsere Trauer. Der Friede Gottes sei mit euch, heute, morgen und alle Zeit. Amen.